Ja, hallo Frank, lieben Dank für die Einladung nach Madrid. Ist ja erstmal wunderbares Wetter. Du verrätst uns heute so ein bisschen was über Ultimate, über deine Rolle in dem Projekt und da bin ich schon ganz gespannt. Ja, vielen Dank. Ich bin Frank Rogalla. Ich arbeite für Aqualia. Das ist eine private Betreibergesellschaft, die Wasserversorgung und Abwasserreinigung betreibt für etwa 20 Millionen Leute und ich bin zuständig für Forschung und Entwicklung. Super, weil wir sind hier eigentlich mitten im Geschehen. Von deiner Arbeit, von das, was Ultimate vielleicht mal erreichen will, obwohl das hier noch, sage ich mal, ein älteres Eben hier Umfeld ist sozusagen sind. Die Geschichte der Abwassertechnik. Die Prozesse, die man hier sieht, sind über 100 Jahre alt. 1914 wurde das Klärschlammverfahren erfunden, was man hier sehen kann im Hintergrund. Und entsprechend schwerfällig ist natürlich diese Technik noch wie eine Dampfmaschine, ganz langsam und laut und nicht so elegant, wie man sich das heute vorstellt. Magst du uns noch mal so ein bisschen sagen oder erzählen, was Ultimate eigentlich ausmacht? Ultimate ist also ein sehr ehrgeiziges Projekt, das eigentlich die Wasserwirtschaft verändern möchte, dass man die Wasserwirtschaft versucht, energieneutral zu gestalten und auch entsprechende Abfallprodukte nicht als Abfall betrachtet, sondern als Rohstoffe für andere Tätigkeiten. Welche spezifische Rolle ist denn euer Part in dem Projekt? In diesem Fall unsere Rolle ist, gemeinsam mit einer Industrie zu arbeiten, nämlich mit einer Brauerei, die auch ein großer Wasserverbraucher ist und auch ein großer Abwasserhersteller, wenn man so sagen darf. Diese ganze Produktionskette verbraucht etwa 4 Liter Wasser für jeden Liter Bier, den man an den Kunden bringt. Andere Brauereien, die schon sehr viel weiter sind, sind bei 2,5. Das ist also der Standard. Wir möchten also von 4 auf 2 runter, wenn man das als Ambition erläutern kann. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Recycling-Prozess, um den es ja auch Circular Economy ist, glaube ich, der Fachausdruck dafür, der im Projekt verwendet wird. Was sind so die größten Herausforderungen dabei? In Lleida sind wir als Gesellschaft verantwortlich für die ganze Wasserversorgung der Stadt Lleida, etwa 150.000 Leute, und betreiben auch die Wasserwirtschaft der Brauerei Mahou. Und deshalb gibt sich natürlich eine schöne Möglichkeit der Symbiose. Wie kann man jetzt die beiden Tätigkeiten vereinbaren und optimisieren. Was aus der Brauerei fließt, kann man vielleicht in der Kläranlage gut verwenden oder auch andersrum. Aber das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass wir hier eine Symbiose sehen zwischen den beiden Tätigkeiten, Industrie und öffentliche Versorgung. Frank, ich habe noch eine Frage zu einem Begriff, der immer wieder auftaucht im Rahmen des Ultimate-Projektes. Water Smart Industrial Symbiosis. Was kann man sich denn darunter vorstellen oder was ist deine Definition davon? Industrial Symbiosis ist für uns die Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden, der Brauerei und uns als Wasserversorger und auch als Abwasserentsorger. Und da kann man natürlich der Brauerei gezielt mehrere Wasserqualitäten anbieten und auch wiederum aus seinen verschiedenen Prozessen die besten Werte rausholen. Deshalb brauchen wir dazu Smart Tools, also intelligente Mittel, wo misst man welche Qualität, welche Signale kann man dann verwenden, um das Ganze zu optimisieren. Also schlussendlich ist es ein Auswerten von Daten dann sozusagen, die dann wiederum Algorithmen bedienen? Das gehört mit dazu, natürlich. Du musst also erstmal die Prozesse optimisieren und dazu brauchst du diese Kontrollmechanismen, die natürlich durch künstliche Intelligenz bereichert werden. Gibt es so Dinge, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf, so in den letzten Jahrzehnten oder Jahren auch? Ja, ich kann ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Ich persönlich tanke nur Biogas. Ich kann also mit meinem Auto einmal in der Woche an die Kläranlage fahren und da carbonneutral mein Auto fahren, ohne dass ich einen CO2-Ausstoß habe. Das heißt im Umkehrschluss, das ist sozusagen das Abfallprodukt des Recycling- oder des Wiederaufbereitungsprozesses des Wassers? Oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Genau, ich meine, wir bereiten hier Wasser auf, dabei fallen Schlämme an. Diese Schlämme kann man in Biogas umwandeln. Und damit hast du recht, aus diesem Abfall wird dann wieder Energie gewonnen. Und damit kannst du dein Auto auftanken und eben ganz umweltfreundlich durch die Gegend fahren. Ja, lieben Dank, Frank, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Wir freuen uns drauf.